Er macht es noch kaputt. Der Drahtesel gehört doch auf den Müll. Mit sowas fährt doch kein anständiger Mensch. Und dann auch noch anschließen. Du hast wohl eine Meise, wie? Was ist denn hier los? Ach, nur ein kleiner Scherz. Wir wollten das Prachtstück nur ins Museum bringen, aber unser Sportsfreund hat was dagegen. Was ist denn? Wir müssen doch bloß unterhalten. Ja, ja. Wollten Sie zu mir? Ich bin Dr. Brock. Ach, Sie sind... Ja, hier, eine Überweisung. Ich arbeite nämlich drüben in Kronenburg in der Zuckerfabrik. Und da war neulich eine Betriebsuntersuchung. Und weil ich hier in Wingenfeld wohne, ja, da muss ich nur zu Ihnen. Weiterbehandlung. Kommen Sie mit rein. Tja, stimmt genau. Sie sind ein bisschen zu schnell ins Kraut geschossen, junger Freund. Nun ziehen Sie sich erst mal wieder an. Nehmen Sie sich den Hocker und setzen sich zu mir. Was arbeiten Sie denn in der Zuckerfabrik? Zuerst war ich im Rohlager, aber das Deckelschleppen war mir zu schwer. Dann kam ich in die Kocherei und jetzt bin ich Beifahrer auf einem Lieferwagen. Wie lange sind Sie schon dort? Ein knappes Jahr. Und in der Kocherei? War die Arbeit sehr anstrengend? Es war sehr heiß dort. Ich weiß, warum Sie fragen, Herr Doktor. So, warum denn? Weil ich so oft meine Arbeit wechsle. Das war schon vorher so. Da habe ich erst in der Landwirtschaft geholfen und dann war ich auf dem Bau. Überall habe ich es nicht lange ausgehalten. Und warum denn nicht? Ich weiß nicht, vielleicht tauge ich nicht. Was heißt denn das? Jeder Mensch taugt so etwas. Man muss nur das Richtige herausfinden. Ja, sicher, aber ich habe eben immer versagt. Wer behauptet denn das? Oder ist das Ihre Meinung? Das auch. Wer sagt, dass Sie immer versagen? Wer sagt, dass Sie zu nichts taugen? Ihre Vorgesetzten? Ihre Kollegen? Oder Ihr Vater? Ich habe nur noch meine Mutter. Und Geschwister? Hat Ihre Mutter schon so etwas einmal zu Ihnen gesagt? Verzeihung, Herr Doktor, kommt die Geburt des Kindes auf diese Karte oder bekommt das Baby eine eigene Karte? Beides. Die Geburt wird bei der Mutter eingetragen. Das ist doch ziemlich einleuchtend, oder? Und das Kind bekommt eine Karte für seine Eintragungen. Oder wollen Sie etwa bei dem Baby vermerken, wann die Mutter ihre ersten Zähnchen bekommen hat? Bitte. Was ist mit Ihrer jetzigen Arbeit, Herr Fausen? Gefällt sie Ihnen? Ganz gut, wenn bloß der Fritzke nicht wäre, dieser Idiot. Das ist der Fahrer. Ja, er meint, einen Wagen zu fahren wäre Wunder was. Und ich darf die Dreckarbeit machen. Und Sie möchten auch gern fahren? Ich habe doch keinen Führerschein. Und den kann man doch machen. Naja, ist ein teurer Spaß. Aber es lohnt sich doch. Es wäre doch eine bessere Bezahlung. Herr Doktor, meine Mutter hat nur eine kleine Rente. Ich muss jeden Pfennig zu Hause abliefern. Alles. Ich habe nur ein paar Mark für mich selbst. Aha. Naja, hier ist erstmal etwas gegen Ihre Schlaflosigkeit, Herr Famsen. Danke, Herr Doktor. Aber Herr Doktor, Sie sind ja noch nicht mal angezogen. Ja? Haben Sie denn vergessen? Das Schützenfest. Schützenfest? Als ob es nichts Besseres gäbe. Arbeiten ist jedenfalls nichts Besseres. Anderen Leuten verschreiben Sie ja auch ein bisschen Vergnügen, wenn Sie lustlos und vergrämt sind. Aber Helene, ich bin weder lustlos noch vergrämt. Ich habe ganz einfach zu arbeiten. Ja. Das wollen wir. Also nur mal ganz schnell. Der Anzug ist parat, ein frisches Hemd. Helene! Putzt die Schuhe und nur wenn der Kinder lernen, sich bemühen wollen. Helene, wissen Sie, was Sie sind? Ja, das können Sie mir morgen sagen. Jetzt bin ich nicht im Dienst. Ein ganz vergnügungssüchtiges Ding. Das stimmt. Aber für eine Hamburger Bären gibt es nichts Besseres als ein Schützenfest auf dem Dorf. Sehr amüsant, meine Liebe. Na, und wem haben Sie das zu verdanken? Den vielen bunten Fähnchen, meine Beste. Sehr nett. Gehen wir weiter.
da drüben. Ach ja. Hier, Doktor, hier sind wir. Herr Strahl, hallo. Guten Tag. Hallo. Ach, Sie sind auch da. Guten Tag. Guten Tag. Fräulein Helene, nehmen Sie doch hier Platz. Ich suche mir einen anderen Stuhl. Ich sag ja, bitte. Es gibt immer noch Cover. Ja. Ist das denn die Möglichkeit? Sie kommen von Kronenburg herüber, um sich hier hemmungslos zu amüsieren und man erfährt nur zufällig davon? Irrtum, Herr Doktor. Ich telefonierte vorhin mit Ihrem Bürgermeister und dann lud er mich für heute Abend ein. Ja, und da ich wusste, dass Sie auch kommen, habe ich Ihnen diesen Stuhl freigehalten. Wie schmeckt der Wein, den Sie da trinken? Oh, genießbar. Kosten Sie mal. Guten Abend. Na, ihr beiden? Gendarmerie heute geschlossen? Wir lassen uns vertreten. Polizeibeamte sind auch Menschen. Durstige Menschen. Na, dann setzt euch mal und trinkt euch einen. Darf ich um den nächsten Tanz bitten? Nö. Also, wenn Sie mir jetzt einen Korb geben, stürze ich mich in den ausgetrockneten Überlandkanal. Och, du heiliger Strohs, ich kann auch gar nicht tanzen. Meinen Sie ich? Was? Sie auch nicht? Meine Augen, Füße. Von den Farmsens. Der Junge macht einen hochgradig nervösen Eindruck. Außerdem ist er unterernährt. Außerdem sieht er verkehrt? Unterernährt. Zu wenig Fett auf den Rippen. Ach. Aber wollen wir nicht ein bisschen herumgehen? Hier ist es zu laut. Hier wird geklaut? Zu laut. Ach, zu laut. Danke. Mensch, hör doch auf mit der Knallerei, Junge. Du kannst ja bald einen Blumenladen aufmachen. Oder bist du angestellt, um Reklame zu schießen? Also ehrlich gesagt, mich langweilt's. Komm, wir gehen tanzen. Kommst du nah? Du kannst aufhören. Dein Publikum hat dich verlassen. Also bisher 11 Kugeln. Na, Jochen. Wenn Sie die hübsche Blume unbedingt loswerden wollen, ich würde sie gerne nehmen. Aber bitte hier. Na, ein billiges Vergnügen, wie? Bekomme 8 Mark für 24 Schuss. Ja, yeah, natürlich. So. Danke. Naja, das ist die richtige Methode, um zu einem Führerschein zu kommen. Ich habe ein paar Überstunden gemacht. Schon und gut, Herr Farms. Warum sollen Sie nicht auch ein bisschen Geld unter die Leute bringen? Also viel Spaß noch. Auf Wiedersehen, Fräulein Doktor. Wiedersehen. Nicht ärgern, Herr Doktor. Der Junge wollte doch bloß dem Mädchen imponieren. Ich ärgere mich ja über mich selber, weil ich ihn so angefahren habe. Na also, wie wär's, wenn wir es jetzt mit einem Tänzchen versuchen? Ja. Mit einem Tänzchen? Ja. Na bitte. Wegen Ihrer Laune. Rosa. Na, Fräulein Stockmann, wie wär's denn mit deinem Tänzchen? Na, Fräulein Stockmann, wie wär's denn mit mir? Ich bin ein Meistertänzer. Wirklich, ich habe mal eine Flasche Sekt bekommen. Ja, damit er endlich aufhört. Bring sie lebend heim. Geh doch rein. Wie könnte man dem Jungen bloß helfen? Mit seinem Benehmen wird er nie ein Mädchen finden. Eine typisch weibliche Diagnose, aber sie scheint zu stimmen. Wie wäre es, wenn Sie sich ein bisschen um ihn kümmern würden? Soll das ein Witz sein? Durchaus nicht. Sie könnten mir helfen. Ich komme nicht ganz klar mit ihm. Sie würden es vielleicht schaffen. Sie meinen, er muss strenger angefasst werden, mehr von der psychologischen Seite? Ja. Aha. Na ja, man kann es zumindest versuchen. Ich war früher mal ein toller Tänzer. Was haben Sie denn, Fräulein Stockmann? Gefällt Ihnen das Kleid der Apothekerin nicht? Das Kleid schon. Oh, ich fürchte, er hat es gar nicht gesehen. Ach, Sie. Ich bin eine dumme Gans. Oh, ich mag Gänschen sehr gern. Haben Sie schon gesehen, was für hübsche und runde Augen die haben? Genau wie Sie, Fräulein Stockmann. Wollen Sie sich über mich lustig machen, Herr Wachtmeister? Oberwachtmeister, mein liebes Fräulein Stockmann. Wo denken Sie hin? Ich nehme Sie ganz ernst.
Darf ich? Hören Sie, Herr Farmsen, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Entschuldigen? Das ist mir vorhin so rausgerutscht mit dem Geld. Aber es war auch etwas Gutes dabei. Fräulein Dr. Wallen hat für Sie eine Nebenarbeit. Eine Nebenarbeit? Ja, da können Sie Geld verdienen und auf den Führerschein sparen. Ich meine, falls Sie noch Lust dazu haben. Ja, ja, schon. Also, Fräulein Dr. Wallner braucht jemanden, der sich um ihren Wagen kümmert. Abschmieren, waschen, Luft und so weiter. Donnerwetter! Ich erkenne ja meinen Flo nicht mehr wieder. Naja, ich habe auch eine ganze Dose Poliermittel verbraucht. Das sieht man. Aber jetzt sieht er auch aus wie neu. Im Grunde ist es ja schade um das teure Zeug. Und auch, dass Sie mich noch dafür bezahlen, Fräulein Doktor. Ich kann es beinahe gar nicht verstehen. Sie haben gut reden, Jochen. Ein neuer Wagen ist bei mir noch nicht drin. Wissen Sie, Fräulein Doktor, eigentlich habe ich das Gefühl, dass Sie mich nur beschäftigen, weil... Naja, ich meine vielleicht, weil Sie mir helfen wollen oder so. Und warum sollte ich Ihnen unbedingt helfen wollen? Aus Mitleid vielleicht. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage. Aber im Gegenteil, Jochen, das freut mich. Wie? Dass Sie so frei herausreden, ist doch ein beträchtlicher Fortschritt. Vor kurzem kamen Sie mir noch schrecklich gehemmt vor. Das ist wesentlich besser geworden, habe ich den Eindruck. Wirklich? Mhm. Sagen Sie, Jochen, wer war eigentlich die Kleine neulich auf dem Sommerfest? Die kenne ich gar nicht. Sie meinen mein Mädchen? Wen denn sonst? Da war doch so ein nettes junges Ding, so 17 oder 18. Mögen Sie die? Ich schon. Eines Tages wird's schon klappen. Wie heißt sie denn? Marianne. Marianne Olsen. So hübsche Füße und schon einlagen. Wissen Sie, woher das kommt, Fräulein Hansen? Olsen, Herr Doktor. Marianne Olsen. Naja, vom falschen Schuhwerk wahrscheinlich. Oh, Sie wissen es sogar. Also wer sich selbst erniedrigt, muss erhöht werden. Tragen Sie bis auf weiteres ganz niedrige Absätze, ja? Und Sie meinen, das gibt sich wieder, Herr Doktor? Dass Sie dem Säuglingsalter noch nicht allzu lange entwachsen sind, sicherlich. Mit Einlagen natürlich, die ich Ihnen jetzt beschreibe. Sagen Sie, Fräulein Olsen, Sie kennen doch den jungen Farmsen. Herr Jochen, ja. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Das heißt, er zwei Klassen höher als ich. Und was halten Sie von ihm? Halten? Wie meinen Sie das, Herr Doktor? Sie wissen vielleicht, dass er in Kronenburg arbeitet, ja? Ja, in der Zuckerfabrik. Er ist einfach zu schade dafür, mal diese, mal jene Hilfsarbeit zu machen. Er könnte mehr. Das ist schon möglich. Bestimmt. Vielleicht liegt es daran, dass er keinen Vater mehr hat. Seine Mutter ist immer kränklich und überhaupt... Er hat wohl eine schwere Jugend gehabt. Das freut mich, dass Sie das sagen. Sie haben sich vielleicht schon mit Jochen Farmsen beschäftigt. Beschäftigt? Naja, wir kennen uns halt mehr oder weniger. Vielleicht ist er Ihnen sogar ein wenig sympathisch. Wissen Sie, Fräulein Olsen, der Junge braucht jemand. Jemand, der ihn anhört, der Interesse für ihn hat, zu dem er Vertrauen entwickeln kann. Der ärztlichen Hilfe sind da Grenzen gesetzt. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Sie sind ein erfreulich aufgeschlossener Mensch, muss ich sagen. Bis auf die hohen Absätze. Herr Doktor, ja? Der Jochen Farmsen ist eigentlich von allen Jungen, die ich kenne, der netteste. Das heißt... Was? Sagen Sie es doch. Mir können Sie doch alles sagen. Ja, ich kann schlecht zu einem Jungen gehen und sagen, komm, wir schließen jetzt Freundschaft miteinander oder so. Irgendwie müsste er... Verstehen Sie, Herr Doktor? Natürlich, er müsste die Initiative ergreifen. Aber bis er das tut, du lieber Gott, da wird noch Zeit vergehen. Naja, ein bisschen warten kann ich ja. Ich hab's ja immer gewusst. Die Jugend ist viel, viel vernünftiger, als man heute manchmal so sagt. Bis auf die hohen Absätze, Herr Doktor. Bravo! Jochen! Ja? Guten Tag. Na, was macht der Flo? Guten Tag, Herr Doktor. Ach, ich bin gerade dabei, einen neuen Zündverteiler einzubauen. Was denn? Lohnt sich das überhaupt noch bei so einem prähistorischen Wegel? Das ist ja die Höhe. Kommt ihr her und verhöhnt meinen Kompressor. Wirklich, Fräulein Doktor. Verehrtes Fräulein, ich hatte gehofft, unser junger Freund wird so lang an dem Ding herumpolieren, bis es auseinanderfällt. Stattdessen investieren Sie noch Ersatzteile. Erlauben Sie, ich habe keine so gut gehende Praxis wie Sie. Hoffentlich erbarmt sich die Wohlfahrt Ihrer. Gut, helfen Sie mir, eine Eingabe zu machen. Aber gern. So, können wir? Bitte, meine Gäste. Jochen, Sie können Schluss machen und mitfahren. Nein, danke. Der Wagen soll heute noch fertig werden, damit Sie morgen damit fahren können. Wissen Sie schon das Neueste? Jochen hat heute Vormittag seinen Führerschein gemacht. Ist das wahr? Gratuliere, Jochen. Ja, war ja gar nicht so wild. Na, hören Sie, mehr als die Hälfte der Kandidaten ist durchgefallen. Ich hatte mich doch gut vorbereitet. Fritzke musste mir alles noch mal genau erklären. Ach, das ist doch der Fahrer. Mit dem kommen Sie jetzt gut aus? Ich habe ihm mal richtig die Meinung gesagt. Seitdem klappt's prima. Ja. Wenn ich meinen Wagen nicht brauche, können Sie gerne ein bisschen damit fahren, Jochen. Also, bis morgen. Tschüss. Wiedersehen, Fräulein Doktor. Wiedersehen, Herr Doktor. Und vielen Dank auch noch. Großartig, der Junge. Das haben Sie erreicht.
Erst das Auto schlecht machen und dann die Besitzerin loben. Typisch, Mann. Auf die richtige Mischung kommt es an, Sportsfreunde. Ich sage euch, ein Fingerhut Rizinus und der Feuerstuhl haut ab wie eine Rakete. Ich mach's ein paar Mal. Da fliegt der Zylinder auseinander wie eine Bettbüchse. Auch schon. Wenn Volker sagt, Rizinus ist okay, dann Kuschpartner. Oder soll ich dir mal eine echte Rakete an den Hintern hängen, hä? Ei, wer kommt denn da und so allein? Dürfen Säuglinge wie ihr überhaupt noch aufs Gästchen? Ja. Eine Wolke. Wem gehört denn der Flotte her? Stier, Volker? Nimm's nicht mit, hä? Mach eine Fliege, Mariechen. Ich werd verrückt, ich sehe ein Gespenst. Dein Drahtesel hat's wohl alle gemacht, was? Ich sag euch, Kinder, der Jochen hat ein Fahrrad, damit sind schon die alten Griechen in die Schlacht von Austerlitz gezogen. Ja, gleich, wir sind Glückssache. Komm, du dann. Guten Abend, Jochen. Ich hab gehört, du willst einen Führerschein machen. Wer weiß denn das? Bär und Führerschein, ach du Schande. Habt ihr das gehört? Wer es glaubt, wird selig. Der will ja bloß wieder angeben, wie auf dem Rummelplatz. Ob ihr es glaubt oder nicht, ist mir egal. Na, und wenn schon. Fragt sich noch, ob er die Prüfung besteht. Als ich meine Führerscheinprüfung gemacht habe, da sind 2/3 durchgefallen. Ach, du meinst wohl, was du kannst, können andere nicht. Lass doch, Jochen. Wenn du bloß hergekommen bist, um eine große Lippe zu riskieren, dann zieh lieber alleine, okay? Hierher. Wozu brauchst du denn Führerschein? Etwa für dein verrostetes Fahrrad? Lass dich noch in Ruhe. Ach, er will dich wohl sogar auf den Gepäckträger mitnehmen, was? Und dann passt bloß auf, dass euch die alte Karre nicht den Straßengraben schmeißt. Ihr seid ekelhaft, komm. Ciao. Ihr seid ekelhaft. Ciao. Ciao. Sehen Sie, so sehen die Versuchsreihen für meine Nierenpathologie im Einzelnen aus. Ein bisschen mühsam, aber es macht Spaß. Eine interessante Freizeitgestaltung, bewundernswert. Die Freizeit ist gut, aber nicht um mich zu bewundern, habe ich Ihnen das gezeigt. Natürlich, das Privatleben kommt etwas kurz dabei, aber was macht das schon? Da haben Sie recht, man gewöhnt sich an alles, sogar ans Alleinsein. Oh, wenn ich das sage, ist das was anderes, als wenn Sie es sagen. Sie küken, Sie sollten heiraten. Ach, wen denn? Die Männer, die man sich wünscht, gibt's nicht so zahlreich. Sie müssen ja nicht gleich in der Mehrzahl reden, liebes Fräulein Doktor. Einer genügt ja vorläufig erst mal. Stimmt, man muss ihn nur finden. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir sind doch beide so eine Art Chemiker. Wollen wir Ihnen nicht einen Mann nach Wunsch in der Retorte zusammenbrauen? Ja, jung, hübsch, intelligent, ein guter Charakter. Und etwas Geld darf er doch auch haben, wie? Ja. Was ist denn? Ich wollte nur ganz vorsichtig daran erinnern, dass es schon 11 Uhr ist. Ach du liebe Zeit, und morgen um 6 aus den Federn. Tut mir leid, Herr Doktor, ich muss auf der Stelle nach Hause. Es gibt Leute, die sind unerhört geschickt darin, genau im richtigen Moment zu stören. Tja, gelernt ist gelernt. Bringen Sie mich? Bitte. War das nicht eben der Wagen von Fräulein Dr. Wallner? Na und? Seit wann fährt die denn so komisch? Die hat ja eben einen richtigen Schlenker gemacht. Du bist auch so ein Schlenker. Aber wenn es dich beruhigt, dann können wir ja nachfahren. Nein, wir müssen rüber nach Stittstedt. Dort ist gleich das Kinohaus. Da gibt es immer diese Stockungen an der Kreuzung. Nun reg dich mal nicht auf, Kleiner. Mensch, das sind die Stones. Und wenn das die Stones sind, dann heiße ich Elvis. Ja, Leute, für mich wird Zeit. Ich bin schon seit 2 Stunden überfällig zu Hause. Oi! Was hast du denn den geklaut? Das ist das, der ist frisch poliert. Frisch poliert, habt ihr das gehört? Die Ruine auf Rädern. Bist ja bloß neidisch. Was ist das? Na, 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 na. Ich weiß nicht, sollten wir nicht doch lieber noch auf der Gendarmerie Bescheid sagen? Na, warten wir damit mal ruhig noch ein bisschen. Lass das! Yeah.
Na, gibst du endlich auf? Der hat doch wirklich gedacht, er könnte uns entwischen. Nee, als ich das merkte, habe ich gleich Gas gegeben. Ja, mit der alten Apfelsinenkiste, da kommt er doch sowieso nee, nicht weiter. Ich bin gleich richtig quer vor den Buck gefahren. Mit seinem neuen Führerschein auf so einem alten Schlitten. Na, das war ja gleich klar, dass wir ihn kriegen mussten. Das ist doch kein Kunststück, sowas. Doch löschen! Fehlt Ihnen nicht manchmal so ein bisschen Fachsimpelei mit einem Kollegen? Ich habe doch Sie. Ach, mich, eine kleine Apothekerin vom Land. Klein, aber gescheit. Sie haben gesunden Menschenverstand, können zupacken und... Und? Was? Was ist denn da los? Was ist das? Wie kommt man dorthin? Weiter vorne ist eine Abzweigung zum Wald. Jochen! Fräulein Doktor, was ist... Ganz still. Alles in Ordnung. Sieht schlimmer aus, als es ist. Was ist mit dem Wagen? Ich muss mir doch einen neuen kaufen. Und ich bin schuld. Sie hätten vielleicht etwas vorsichtiger sein können. Na ja, stellen Sie sich vor, ich hätte Ihnen in der Nacht vorhin dringend einen Besuch gebraucht. Ich ersetze Ihnen den Schaden. Ganz bestimmt. Dummkopf. Deswegen habe ich es doch nicht gesagt. Für den Schaden ist doch die Versicherung zuständig. Vorausgesetzt natürlich, dass es keine Brandstiftung war. Die Jungen haben einen schlechten Scherz mit Ihnen gemacht. Dr. Brock hat Sie in der Nacht noch tüchtig ins Gebet genommen. Es war doch nur Spaß. Schuld an allem bin nur ich. Schluss jetzt damit. Sehen Sie, Wachtmeister, da können Sie gleich selbst mit Frau Dr. Wallner sprechen. Guten Tag. So, wie war das denn jetzt also? Wir waren gerade in Schlettstedt drüben, als der Unfall passierte. Aber es hat uns ja niemand alarmiert. Dieser junge Mann hat also Ihren Wagen gefahren? Ja. Haben Sie überhaupt einen Führerschein? Sie haben doch einen, wie? Den hab ich. Bitte. Der ist ja noch keine Woche alt, da ganz feucht von der Stempelfahne. Was geschieht nun weiter, Herr Wachtmeister? Wenn keine Anzeige erstattet wird, dann handelt es sich bloß noch um das Autowrack. Von Anzeige kann keine Rede sein, Herr Wachtmeister. Herr Farmsen ist doch schließlich in meinem Auftrag mit dem Wagen gefahren. Kommen Sie doch auf dem Rückweg bei uns vorbei, damit wir die Akte gleich wieder schließen können. Entschuldigen die Herrschaften. Herr Doktor, ich... Alles okay, mein Junge. Ich habe mir die Burschen heute Nacht vorgenommen und werde sie mir gelegentlich noch einmal vornehmen, damit sie endlich aufhören mit... Herein. Tag, Fräulein Olsen. Treten Sie ruhig näher. Hier liegt der Held des Tages. Guten Tag. Marianne, du? Hier, damit du im Krankenhaus ein bisschen Musik hast. Ein Radio? Ja, es gehört Volker Wenk. Er will es dir leihen. Ja, und auch die anderen lassen dich grüßen. Ja, sie wünschen dir gute Besserung. Ja, und dann soll ich fragen, ob sie dich besuchen können. Natürlich nur, wenn es dir recht ist. Na also. Also. Wie geht es dir, Jochen? Kann gar nicht besser sein. Ist aber nett, dass die Kleine gekommen ist, ne? Ja, sie ist ganz einfach einer inneren Stimme gefolgt. Einer inneren Stimme? Der Stimme der Liebe. Ah ja, davon habe ich schon mal was gehört. Ja. Wirklich? Mhm. Wenn ich mal krank bin, ob da die bewusste Stimme auch jemand zu mir führt? Bestimmt, Ihre Helene. Und Sie? Ja, aber nur, um Ihnen ein paar Medikamente zu bringen. Mitleid vielleicht. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage. Aber im Gegenteil, Jochen, das freut mich. Wie? Dass Sie so frei herausreden, ist doch ein beträchtlicher Fortschritt. Vor kurzem kamen Sie mir noch schrecklich gehemmt vor. Das ist wesentlich besser geworden, habe ich den Eindruck. Wirklich? Mhm. Sagen Sie, Jochen, wer war eigentlich die Kleine neulich auf dem Sommerfest?
Die kenne ich gar nicht. Sie meinen ein Mädchen? Wen denn sonst? Da war doch so ein nettes junges Ding, so 17 oder 18. Mögen Sie die? Ich schon. Eines Tages wird's schon klappen. Wie heißt sie denn? Marianne. Marianne Olsen. So hübsche Füße und schon einlagen. Wissen Sie, woher das kommt, Fräulein Hansen? Olsen, Herr Doktor. Marianne Olsen. Naja, vom falschen Schuhwerk wahrscheinlich. Oh, Sie wissen es sogar. Also wer sich selbst erniedrigt, muss erhöht werden. Tragen Sie bis auf Weiteres ganz niedrige Absätze, ja? Und Sie meinen, das gibt sich wieder, Herr Doktor? Dass Sie dem Säuglingsalter noch nicht allzu lange entwachsen sind, sicherlich. Mit Einlagen natürlich, die ich Ihnen jetzt beschreibe. Sagen Sie, Fräulein Olsen, Sie kennen doch den jungen Farnsen. Herr Jochen, ja. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Das heißt, er zwei Klassen höher als ich. Und was halten Sie von ihm? Halten? Wie meinen Sie das, Herr Doktor? Sie wissen vielleicht, dass er in Kronenburg arbeitet, ja? Ja, in der Zuckerfabrik. Er ist einfach zu schade dafür, mal diese, mal jene Hilfsarbeit zu machen. Er könnte mehr. Das ist schon möglich. Bestimmt. Vielleicht liegt es daran, dass er keinen Vater mehr hat. Seine Mutter ist immer kränklich und überhaupt, er hat wohl eine schwere Jugend gehabt. Das freut mich, dass Sie das sagen. Sie haben sich vielleicht schon mit Jochen Farmsen beschäftigt. Beschäftigt? Naja, wir kennen uns halt mehr oder weniger. Vielleicht ist er Ihnen sogar ein wenig sympathisch. Wissen Sie, Fräulein Olsen, der Junge braucht jemand. Jemand, der ihn anhört, der Interesse für ihn hat, zu dem er Vertrauen entwickeln kann. Der ärztlichen Hilfe sind da Grenzen gesetzt. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Sie sind ein erfreulich aufgeschlossener Mensch, muss ich sagen. Bis auf die hohen Absätze. Herr Doktor. Ja? Der Jochen Farmsen ist eigentlich von allen Jungen, die ich kenne, der netteste. Das heißt... Was? Sagen Sie es doch. Mir können Sie doch alles sagen. Ja, Ich kann schlecht zu einem Jungen gehen und sagen, komm, wir schließen jetzt Freundschaft miteinander oder so. Irgendwie müsste er. Verstehen Sie, Herr Doktor? Natürlich, er müsste die Initiative ergreifen. Aber bis er das tut, du lieber Gott, da wird noch Zeit vergehen. Naja, ein bisschen warten kann ich ja. Ich hab's ja immer gewusst. Die Jugend ist viel, viel vernünftiger, als man heute manchmal so sagt. Bis auf die hohen Absätze, Herr Doktor. Bravo! Jochen! Ja? Guten Tag. Na, was macht der Flo? Guten Tag, Herr Doktor. Ach, ich bin gerade dabei, einen neuen Zündverteiler einzubauen. Was denn? Lohnt sich das überhaupt noch bei so einem prähistorischen Wegel? Das ist ja die Höhe. Kommt ihr her und verhöhnt meinen Kompressor. Wirklich, Fräulein Doktor? Helene, Helene, Herr Herrn sich bemühen wollen. Helene, wissen Sie, was Sie sind? Ja, das können Sie mir morgen sagen. Jetzt bin ich nicht im Dienst. Ein ganz vergnügungssüchtiges Ding. Das stimmt, aber für eine Hamburger Bären gibt's nichts Besseres als ein Schützenwett auf dem Dorf. Sehr amüsant, meine Liebe. Na, und wem haben Sie das zu verdanken? Den vielen bunten Fähnchen, meine Beste. Sehr nett. Gehen wir weiter. Da, da drüben. Ach ja. Hallo! Hallo! Ach, Sie sind auch da? Guten Tag! Das ist so nett, guten Tag! Fräulein Helene, nehmen Sie doch hier Platz. Ich suche mir einen anderen Stuhl. Ich sag ja, bitte? Es gibt immer noch Cover. Ja! Oh. Ist das denn die Möglichkeit? Sie kommen von Kronenburg herüber, um sich hier hemmungslos zu amüsieren und man erfährt nur zufällig davon? Irrtum, Herr Doktor. Ich telefonierte vorhin mit Ihrem Bürgermeister und dann lud er mich für heute Abend ein. Ja, und da ich wusste, dass Sie auch kommen, habe ich Ihnen diesen Stuhl freigehalten. Wie schmeckt der Wein, den Sie da trinken? Oh, genießbar. Kosten Sie mal. Guten Abend. Na, ihr beiden? Gendarmerie heute geschlossen? Wir lassen uns vertreten. Polizeibeamte sind auch ja, Menschen. Durstige Menschen. Na, dann setzt euch mal und trinkt euch einen. Darf ich um den nächsten Tanz bitten? Nö.
Also, wenn Sie mir jetzt einen Korb geben, stürze ich mich in den ausgetrockneten Überlandkanal. Och, du heiliger Strohsack. Ich kann auch gar nicht tanzen. Meinen Sie ich? Was? Sie auch nicht? Meine armen Füße. Der Junge macht einen hochgradig nervösen Eindruck. Außerdem ist er unterernährt. Außerdem sieht er verkehrt? Unterernährt. Zu wenig. Was ist denn der Flotte hier, Stierfolger? Nimmst du nicht mit, hä? Mach eine Fliege, Mariechen. Ich werd verrückt, ich sehe ein Gespenst. Dein Drahtesel hat's wohl alle gemacht, was? Ich sag euch, Kinder, der Jochen hat ein Fahrrad, damit sind schon die alten Griechen in die Schlacht von Austerlitz gezogen. Das Gleiche sind Glückssachen. Unbedingt. Guten Abend, Jochen. Ich hab gehört, du willst einen Führerschein machen. Wer weiß denn das? Fähr und Führerschein. Ach du Schande. Habt ihr das gehört? Wer es glaubt, wird selig. Der will ja das wieder angeben, wie auf dem Rummelplatz. Ob ihr es glaubt oder nicht, ist mir egal. Na, und wenn schon. Fragt sich noch, ob er die Prüfung besteht. Als ich meine Führerscheinprüfung gemacht habe, da sind 2/3 durchgefallen. Ach, du meinst wohl, was du kannst, können andere nicht. Lass doch, Jochen. Wenn du bloß hergekommen bist, um eine große Lippe zu riskieren, dann zieh lieber alleine, okay? Hierher. Wozu brauchst du denn einen Führerschein? Etwa für dein verrostetes Fahrrad? Lass dich noch in Ruhe. Ach, er will dich wohl sogar auf den Gepäckträger mitnehmen, was? Und dann passt bloß auf, dass euch die alte Karre nicht den Straßengraben schmeißt. Ihr seid ekelhaft, komm. Ciao. Ihr seid ekelhaft. Ciao. Sehen Sie, so sehen die Versuchsreihen für meine Nierenpathologie im Einzelnen aus. Ein bisschen mühsam, aber es macht Spaß. Eine interessante Freizeitgestaltung, bewundernswert. Die Freizeit ist gut, aber nicht um mich zu bewundern, habe ich Ihnen das gezeigt. Natürlich, das Privatleben kommt etwas kurz dabei. Aber was macht das schon? Da haben Sie recht. Man gewöhnt sich an alles, sogar ans Alleinsein. Oh, wenn ich das sage, ist das was anderes, als wenn Sie es sagen. Sie küken, Sie sollten heiraten. Ach, wem denn? Die Männer, die man sich wünscht, gibt's nicht so zahlreich. Sie müssen ja nicht gleich in der Mehrzahl reden, liebes Fräulein Doktor. Einer genügt ja vorläufig erst mal. Stimmt, man muss ihn nur finden. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir sind doch beide so eine Art Chemiker. Wollen wir Ihnen nicht einen Mann nach Wunsch in der Retorte zusammenbrauen? Ja, jung, hübsch, intelligent, ein guter Charakter. Und etwas Geld darf er doch auch haben, wie? Ja. Was ist denn? Ich wollte nur ganz vorsichtig daran erinnern, dass es schon 11 Uhr ist. Ach du liebe Zeit, und morgen um 6 aus den Federn. Hm. Tut mir leid, Herr Doktor, ich muss auf der Stelle nach Hause. Es gibt Leute, die sind unerhört geschickt darin, genau im richtigen Moment zu stören. Tja, gelernt ist gelernt. Nicht? Bringen Sie mich? Bitte. War das nicht eben der Wagen von Fräulein Dr. Wallner? Na und? Seit wann fährt die denn so komisch? Die hat ja eben einen richtigen Schlenker gemacht. Du bist auch so ein Schlenker. Aber wenn es dich beruhigt, dann können wir ja nachfahren. Nein, wir müssen rüber nach Stittstedt. Dort ist gleich das Kinohaus. Da gibt es immer diese Stockungen an der Kreuzung. Nun reg dich mal nicht auf, Kleiner. Mensch, das sind die Stones. Und wenn das die Stones sind, dann heiße ich Elvis. Ja, Leute, für mich wird Zeit. Ich bin schon seit 2 Stunden überfällig zu Hause. Oi! Was hast du denn den geklaut? Na, jetzt gefällt es Ihnen doch ein bisschen, was? Sehr amüsant, meine Liebe. Na, und wem haben Sie das zu verdanken? Den vielen bunten Fähnchen, meine Beste. Sehr nett. Gehen wir weiter. Da drüben. Ach ja. Hier, Doktor, hier sind wir. Herr Strahl, guten Tag. Hallo. Ach, Sie sind auch da. Guten Tag. Nicht geredet. Fräulein Helene, nehmen Sie doch hier Platz. Ich suche mir einen anderen Stuhl. Ich sag ja, bitte? Es gibt immer noch Cover. Ja. Oh. Ist das denn die Möglichkeit? Sie kommen von Kronenburg herüber, um sich hier hemmungslos zu amüsieren und man erfährt nur zufällig davon? Irrtum, Herr Doktor. Ich telefonierte vorhin mit Ihrem Bürgermeister und dann lud er mich für heute Abend ein. Ja, und da ich wusste, dass Sie auch kommen, habe ich Ihnen diesen Stuhl freigehalten. Wie schmeckt der Wein, den Sie da trinken? Oh, genießbar. Kosten Sie mal. Guten Abend. Na, ihr beiden? Gendarmerie heute geschlossen?
Wir lassen uns vertreten. Polizeibeamte sind auch Menschen. Durstige Menschen. Na, dann setzt euch mal und trinkt euch ein. Darf ich um den nächsten Tanz bitten? Nö. Also, wenn Sie mir jetzt einen Korb geben, stürze ich mich in den ausgetrockneten Überlandkanal. Och, du heiliger Strohsack. Ich kann auch gar nicht tanzen. Meinen Sie ich? Was? Sie auch nicht? Meine armen Füße. Der Junge macht einen hochgradig nervösen Eindruck. Außerdem ist er unterernährt. Außerdem sieht er verkehrt? Unterernährt. Zu wenig Fett auf den Rippen. Ach. Aber wollen wir nicht ein bisschen herumgehen? Hier ist es zu laut. Hier wird geklaut? Zu laut. Ach, zu laut. Danke. Mensch, hör auf mit der Knallerei, Junge. Du kannst ja bald einen Blumenladen aufmachen. Oder bist du angestellt, um Reklame zu schießen? Also ehrlich gesagt, mich langweilt's. Komm, wir gehen tanzen. Kommst du nach? Du kannst aufhören. Dein Publikum hat dich verlassen. Also bisher 11 Kugeln. Na, Jochen. Wenn Sie die hübsche Blume unbedingt loswerden wollen, ich würde sie gerne nehmen. Aber bitte hier. Na, ein billiges Vergnügen, wie? Stimmt. Vielleicht liegt es daran, dass er keinen Vater mehr hat. Seine Mutter ist immer kränklich und überhaupt, er hat wohl eine schwere Jugend gehabt. Das freut mich, dass Sie das sagen. Sie haben sich vielleicht schon mit Jochen Farmsen beschäftigt. Beschäftigt? Naja, wir kennen uns halt mehr oder weniger. Vielleicht ist er Ihnen sogar ein wenig sympathisch. Wissen Sie, Frau Olsen, der Junge braucht jemand. Jemand, der ihn anhört, der Interesse für ihn hat, zu dem er Vertrauen entwickeln kann. Der ärztlichen Hilfe sind da Grenzen gesetzt. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Sie sind ein erfreulich aufgeschlossener Mensch, muss ich sagen. Bis auf die hohen Absätze. Herr Doktor. Ja? Der Jochen Farmsen ist eigentlich von allen Jungen, die ich kenne, der netteste. Das heißt... Was? Sagen Sie es doch. Mir können Sie doch alles sagen. Ja, Ich kann schlecht zu einem Jungen gehen und sagen, komm, wir schließen jetzt Freundschaft miteinander oder so. Irgendwie müsste er. Verstehen Sie, Herr Doktor? Natürlich, er müsste die Initiative ergreifen. Aber bis er das tut, du lieber Gott, da wird noch Zeit vergehen. Naja, ein bisschen warten kann ich ja. Ich hab's ja immer gewusst. Die Jugend ist viel, viel vernünftiger, als man heute manchmal so sagt. Bis auf die hohen Absätze, Herr Doktor. Bravo! Jochen! Ja? Guten Tag! Na, was macht der Flo? Guten Tag, Herr Doktor. Ach, ich bin gerade dabei, einen neuen Zündverteiler einzubauen. Was denn? Lohnt sich das überhaupt noch bei so einem prähistorischen Wegel? Das ist ja die Höhe. Kommt ja her und verhöhnt meinen Kompressor. Wirklich, Fräulein Doktor. Verehrtes Fräulein, ich hatte gehofft, unser junger Freund wird so lang an dem Ding herumpolieren, bis es auseinanderfällt. Stattdessen investieren Sie noch Ersatzteile. Erlauben Sie, ich habe keine so gut gehende Praxis wie Sie. Hoffentlich erbarmt sich die Wohlfahrt Ihrer. Gut, helfen Sie mir, eine Eingabe zu machen. Aber gern. So, können wir? Bitte, meine Nächste. Jochen, Sie können Schluss machen und mitfahren. Nein, danke. Der Wagen soll heute noch fertig werden, damit Sie morgen damit fahren können. Wissen Sie schon das Neueste? Jochen hat heute Vormittag seinen Führerschein gemacht. Ist das wahr? Gratuliere, Jochen. Ja, war ja gar nicht so wild. Na, hören Sie, mehr als die Hälfte der Kandidaten ist durchgefallen. Ich hatte mich doch gut vorbereitet. Fritzke musste mir alles noch mal genau erklären. Ach, das ist doch der Fahrer. Mit dem kommen Sie jetzt gut aus? Ich habe ihm mal richtig die Meinung gesagt. Seitdem klappt's prima. Ja. Wenn ich meinen Wagen nicht brauche, können Sie gerne ein bisschen damit fahren, Jochen. Also, bis morgen. Tschüss. Wiedersehen, Fräulein Doktor. Wiedersehen, Herr Doktor. Und vielen Dank auch noch. Großartig, der Junge. Das haben Sie erreicht. Erst das Auto schlecht machen und dann die Besitzerin loben. Typisch, Mann. Auf die richtige Mischung kommt es an, Sportsfreunde. Ich sage euch, ein Fingerhut Rizinus und der Feuerstuhl haut ab wie eine Rakete. Ich mach's ein paar Mal. Da fliegt der Zylinder auseinander wie eine Blechbüchse. Auch schon. Wenn Volker sagt, Rizinus ist okay, dann Kuschpartner. Oder soll ich dir mal eine echte... verrostetes Fahrrad? Lass die noch in Ruhe. Ach, er will dich wohl sogar auf den Gepäckträger mitnehmen, was? Und dann passt bloß auf, dass euch die alte Karre nicht den Straßengraben schmeißt. Ihr seid ekelhaft, komm. Ihr seid ekelhaft. Ciao.
Sehen Sie, so sehen die Versuchsreihen für meine Nierenpathologie im Einzelnen aus. Ein bisschen mühsam, aber es macht Spaß. Eine interessante Freizeitgestaltung, bewundernswert. Die Freizeit ist gut, aber nicht um mich zu bewundern, habe ich Ihnen das gezeigt. Natürlich, das Privatleben kommt etwas kurz dabei, aber was macht das schon? Da haben Sie recht, man gewöhnt sich an alles, sogar ans Alleinsein. Oh, wenn ich das sage, ist das was anderes, als wenn Sie es sagen. Sie küken, Sie sollten heiraten. Ach, wen denn? Die Männer, die man sich wünscht, gibt's nicht so zahlreich. Sie müssen ja nicht gleich in der Mehrzahl reden, liebes Fräulein Doktor. Einer genügt ja vorläufig erst mal. Stimmt, man muss ihn nur finden. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir sind doch beide so eine Art Chemiker. Wollen wir Ihnen nicht einen Mann nach Wunsch in der Torte zusammenbrauen? Ja, jung, hübsch, intelligent, ein guter Charakter. Und etwas Geld darf er doch auch haben, wie? Ja. Was ist denn? Ich wollte nur ganz vorsichtig daran erinnern, dass es schon 11 Uhr ist. Ach du liebe Zeit, und morgen um 6 aus den Federn. Tut mir leid, Herr Doktor, ich muss auf der Stelle nach Hause. Es gibt Leute, die sind unerhört geschickt darin, genau im richtigen Moment zu stören. Tja, gelernt ist gelernt. Nicht? Bringen Sie mich? Bitte. War das nicht eben der Wagen von Fräulein Dr. Wallner? Na und? Seit wann fährt die denn so komisch? Die hat ja eben einen richtigen Schlenker gemacht. Du bist auch so ein Schlenker. Aber wenn es dich beruhigt, dann können wir ja nachfahren. Nein, wir müssen rüber nach Stittstedt. Dort ist gleich das Kinohaus. Da gibt es immer diese Stockungen an der Kreuzung. Nun reg dich mal nicht auf, Kleiner. Mensch, das sind die Stones. Und wenn das die Stones sind, dann heiße ich Elvis. Ja, Leute, für mich wird Zeit. Ich bin schon seit 2 Stunden überfällig zu Hause. Oi! Was hast du denn den geklaut? Lass das, der ist frisch poliert. Frisch poliert, habt ihr das gehört? Die Ruine auf Rädern. Bist ja bloß neidisch. Na. Ich weiß nicht, sollten wir nicht doch lieber noch auf der Gendarmerie Bescheid sagen? Na, warten wir damit mal ruhig noch ein bisschen. Lass das! Ho!